der pazifische Nordwesten. Nach einer vierwöchigen Zwangspause in Seattle hat uns das Herbstwetter erwischt, das wir hier eigentlich vermeiden wollten. Egal, es fühlt sich gut an, wieder unterwegs zu sein. Heute geht's ans Meer. Das Wetter ist zwar miserabel, aber das ist uns momentan ziemlich egal. Hauptsache mit Yoda ist wieder alles in Ordnung und wir müssen nicht bei jedem Mal bremsen Angst haben, es schlimmer zu machen. So, letzte Nacht noch beim Fred Meyers übernachtet, da haben wir am Weg nicht viel was Besseres gefunden. Und heute haben wir uns in Richtung Meer bewegt. Wetter ist nicht so berauschend, aber gerade zumindest halbwegs regenfrei. Da müssen die Sanddünen. Wow, ist ganz nett. Das ist doch schön, oder? Da wir aufgrund von Problemen mit unseren Bremsen doch nun kälteres Wetter erwischt haben, lassen wir ein paar Sehenswürdigkeiten wie den Crater Lake aufgrund von angesagtem Schneefall aus und fahren stattdessen an der Küste den Highway 101 entlang. Gelegentlich haben wir Glück und bekommen ein paar Sonnenfenster, die die Aussicht beim Fahren der Küstenstraße noch einmal schöner machen. Wir versuchen uns immer wieder klarzumachen, wie wahnsinnig es eigentlich ist, dass wir überhaupt hier sind, am anderen Ende der Welt, wo wir jeden Tag an einem neuen unbekannten Ort aufwachen. Auf dem Weg in den Süden pendeln wir also von Stellplatz zu Stellplatz und machen ein paar kleinere Wanderungen, um uns auch die Füße zu vertreten. Ist nicht ganz schlecht, oder? Der Highway 101 verläuft entlang eines Großteils der Westküste. Er startet in Olympia im Norden und endet in Los Angeles im Süden. Entlang des Weges steuern wir den Redwood National Park an und kommen trotz etwas betrübtem Wetters aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Die Zufahrtsstraße ist eng, aber wer sein Fahrzeug halbwegs kennt und im Griff hat, kommt auch dort problemlos durch. Da die Hauptsaison schon lange vorbei ist, ist hier relativ wenig los. Daher haben wir die Straße quasi für uns allein. Mit Gegenverkehr wird das Durchkommen hier wohl etwas schwieriger. Wir gehen heute zu den Titanen. Mal sehen, ob die noch größer sind als all die anderen hier. Die Redwoods oder auch Sequoien oder Mammutbäume genannt, können bis über 100 Meter hoch und über 3000 Jahre alt werden. Im Vergleich zu denen ist sogar Yoda noch ein junger Zwerg. Das ganze Ausmaß der Bäume kann man, so sehr man es auch versucht, gar nicht so richtig mit der Kamera abbilden. Das ist auch eine dieser Sachen, die man gesehen haben muss, um es zu verstehen. Der Weg zu den Titanen wurde leicht erhöht angelegt, um den Waldboden von den vielen Füßen der Touristen zu schützen und ist dementsprechend einfach zu gehen.
Wer unterwegs nach Süden hier vorbeikommt, kann hier einen schönen Nachmittagsspaziergang machen und hat dann immer noch genug Zeit, danach wieder weiterzufahren. Wir verlassen also den Redwood National Park wieder, schlängeln uns über die Piste vorbei an den Riesen, wieder auf die Straße zurück und machen uns erneut auf den Weg Richtung Süden. Kannte ich noch gar nicht, das Haustier. Die Fahrt entlang des Highway 101 bleibt wunderschön und überrascht uns immer wieder mit großartigen Stellplätzen. Auf Anraten von Dirk, mit dem wir in San Francisco verabredet sind, planen wir auch noch einen Abstecher durch die Avenue of the Giants mit ein. Diese angelegte Straße durch einen weiteren Redwood-Wald ist das amerikanischste Ding aller Zeiten. Sie wurde angelegt, damit man mit dem Auto durch den Wald fahren und Bäume bestaunen kann. Man muss nicht mal aussteigen. Natur pur. Spaß beiseite, es ist trotzdem eine coole Strecke, die man sich ansehen sollte, wenn man hier durchkommt. Südlich der Avenue of the Giants teilt sich der Highway auf. Der 101 verläuft hier weiter inlands und wird an der Küste zum berühmten Pacific Coast Highway 1, einer der wohl bekanntesten Küstenstraßen der Welt. Die Fahrt ist malerisch und ein Muss, wenn man in der Gegend ist. Insbesondere bei Sonnenuntergang wird die ganze Gegend ganz ins warme Licht getaucht, wunderschön. Ist gekauft. Frei zu stehen ist hier meist nicht erlaubt. In der Nebensaison interessiert das aber kaum jemanden und da wir ohnehin nur auf der Durchreise sind, findet sich hier und da ein Plätzchen, an dem man die Nacht verbringen kann, ohne den Einwohnern der überraschend dünn besiedelten Gegend auf die Füße zu steigen. Die Fahrt auf dem Pacific Coast Highway 1, nicht zu verwechseln mit der US Route 1 an der Ostküste und auch bekannt als California State Route 1, ist definitiv einer der schönsten Straßen, die wir bisher entlang getuckert sind. Wir haben Glück und das Wetter spielt ausnahmsweise auch mal mit, sodass wir zumindest Teile der Strecke bei strahlender Sonne genießen können. Nach einiger Suche finden wir einen Stellplatz am Horseshoe Cove Overlook, wo wir in der Abendsonne noch einen kleinen Spaziergang machen und ein wenig die Einheimischen beobachten können. Wir haben so richtiges Sauwetter, man glaubt es kaum, aber südlich von uns ist ja San Francisco eine Stunde und da soll es angeblich schön sein, wenn man da rausschaut, kann man es nicht so ganz glauben, aber heute ist ein ganz toller Tag, denn heute treffen wir wieder ganz, ganz tolle Leute. Wir freuen uns schon so. Ich habe ein bisschen Deko eingekauft am Straßenrand. Gibt's hier eh so viel davon.
beide sind heute Morgen im ekligsten Wetter aufgewacht, haben an der Küste noch gestanden, waren aber komplett im Nebel, Regen, also vom Meer war nicht viel zu sehen. Aber nicht so schlimm, wir haben eh noch das letzte Video fertig gemacht bzw. hochgeladen und so ein bisschen Kram gemacht. Und jetzt nach dem Mittag sind wir losgefahren, haben jetzt noch eine Stunde bis nach San Francisco. Und da sind wir mit zwei ganz, ganz lieben Menschen verabredet. Auf die freuen wir uns schon sehr. Die haben wir das letzte Mal in Winnipeg vor, glaube ich, 4-5 Monaten gesehen. Also heute sind wir mit Sabine und Micha von den Tigers in San Francisco verabredet und werden mit denen hoffentlich einen netten Abend verbringen. Manuela und Uli von Unimog Reise haben uns einen Stellplatz direkt auf der Nordseite der Golden Gate Bridge empfohlen, den wir nun ansteuern und an dem wir uns mit Micha und Sabine verabredet haben. Der Tiger versteckt sich. Der ist noch nicht da. Juhu! Da sind sie! Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ich habe immer noch keine Schuhe. Ja, dann nehmen Sie halt neue. Ja, weiße, super cool für den Regen gerade. Ich glaube, ich meine. Ja, hier meine. Juhu. Noch schlimmer. Noch viel schlimmer. Wie geht's euch, ihr Lieben? Gut. Außer, dass ihr euch... Rein? Vielleicht schon. Ja, machen wir gerade zu. Ja, und ich muss noch schnell Pipi. Wir erwarten euch. Mit Bier oder ohne Bier? Ich bringe was mit. Hallo Nachbarn. Also es ist eigentlich nur eine Scheißbrücke, aber man hat schon mal an ungeileren Plätzen geschlafen, oder? Ich find's mega. Echt brutal gut, ja. Mega. Wie da vorne die Sonne aufgeht, ja. Jetzt über der Stadt. Beste Bewertung für die österreichische Reiseleitung. Voll.